In der zweiten Folge schauen wir uns heute mal das Alter Sam an, bauen unser Städtchen ein bisschen weiter aus und sehen zu, dass wir mal die Steuern erhöhen und vielleicht noch eine Mausstation bauen. Also legen wir los. So, und damit recht herzlich willkommen hier und zur zweiten Folge von City Skylines Sunset Harbor. Freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. So wie gestern schon werden wir heute hier ein bisschen weiterbauen. Es ist ja jetzt um 10 Uhr veröffentlicht worden heute, das heißt, du darfst auch spielen, jeder darf spielen. Wir machen mal hier wieder den Pinky Sound an. Ich glaube, der ist ein bisschen zu laut. Ja, der müsste ein bisschen zu laut sein. Gucken wir mal gerade Audio, Musiklautstärke. Das ist immer so ein bisschen, das eine ist zu laut, das andere zu leise. Aber was soll's. So, wie gesagt, das Altersheim wollen wir uns heute angucken. Hier ist wieder Müllprobleme. Ich hoffe nicht. Ich habe so angefangen, langsam die ersten zaghaften Mods zu installieren. Heißt hier oben Traffic Manager Version 11 haben wir jetzt und Move It erstmal so als erstes. Ja, und ich meine, wir müssten noch haben No Radioactive Desert oder so und automatisch Bulldozen hier, dass wir endlich mal Ruhe haben und nicht alles von der Hand wegreißen müssen, ja. Die ist auf 8% voll, das ist super, das reicht. Wir müssten jetzt erstmal als allererstes machen wir die Steuern hoch. Nicht, dass ich das wieder vergesse. So, erstmal knallhart hier die Steuern hoch. Bam, 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 alles. Sehr gut. Wir haben ja gestern Abend auch schon ein bisschen gestreamt. Der Stream ist übrigens auch verfügbar. Wer will, kann sich den auch angucken. So, wir müssen gucken. Wir brauchen Häuser. Wir brauchen Häuser. Frage ist natürlich nur, wie legen wir das an? Wie legen wir das am besten an? Wir wollten ja heute mal so einen Superblock wieder machen. Das können wir machen. Mit den breiten Straßen. Jetzt müssen wir nur mal gucken, ob der hier auch wirklich 56... Ich meine, es waren 56. Nachgucken. Habe ich auch die Network-Skins wieder drin? Kann sein. Three-Lane-Highway. Das kommt mir so viel vor hier jetzt. Da sind auch Straßen drin. Garantiert. Aber egal. So, die hier waren es. Lass mal gucken, wie viele Units waren denn das, wenn ich fragen darf. Das sehen wir jetzt natürlich nicht, ne? Dann müssen wir einfach mal hier weitermachen, so. So, wir brauchen jetzt 56. Das ist aber auch schon wieder nicht ganz gerade hier. Warum auch immer. Das ist aber nicht so schlimm. Wahrscheinlich wegen der hier. Wenn wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Das heißt, hier so müsste einer runter. Und dann nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Machen wir es von Hand. So richtig oldschool. Dann sieht man, wie groß die sind. Ne? Man sieht, wie groß die sind. So. Jetzt hier nochmal 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18. Genau hier an der Ecke, genau hier so. Sollte die Straße sein. Super, da müssen wir ja noch länger machen. What the? Wir machen mal nur einen zum Testen erstmal hier, ja? Mal gucken, was da rauskommt. So, und aus der Straße hier müssten wir eigentlich auch große machen können. Die hier. So. Dran hier, das geht jetzt natürlich nicht wegen dem Dingens. Oh, echt jetzt? Weil hier genau die Kante ist, ne? Ups. So, siehst du, ich liebe dieses Tool. So und so. Warum dürfen wir das nicht? Oh, das ist bereits belegt. Du spinnst. Ach, Anarchie haben wir ja nicht. Warum ist der belegt? Weg damit von hier aus. So. Müssten jetzt 18 sein. Ich hoffe es zumindest. Wir nicht, wir nicht. So, jetzt nochmal hier. Da nehmen wir, nehmen einfach die. Wir müssen gleich die andere machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Heißt hier. Diese. So. Und hier nochmal. Oh Gott. Oh Gott. Echt jetzt? Das geht voll hier runter. In den Strand. Egal. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Heißt hier, müsste die dran.
Und dann nochmal 18 hier runter. Das ist aber verdammt groß. Oder wir machen die nach oben. Das könnte man natürlich auch machen. Aber jetzt müssten wir erstmal die hier so durchziehen. Guck, die hier rein. Die hier rein. Die hier dran und da dran. Den hier dran und da dran. So. Jetzt könnten wir ja... Wir könnten das ja auch so lassen, ne? Dann machen wir das ja einfach zur großen Straße. Machen wir das mal eine Nummer kleiner. Gucken wir mal, ob das so funktioniert, wie wir das haben wollen. So und so. Die ist auch so. Das ist eine Dreier, keine Zweier, du Idiot, Ede. Hier ist die so. Meine Güte. Das ist ein Vollpfosten, der Typ. Unglaublich. Unglaublich. Als erstes kann man nämlich jetzt hier direkt wieder hingehen und Ampeln wegmachen. Die nerven nur. Wir machen das selber. So, so, so. Die dürfen alle fahren, wie sie wollen. Sehr schön. In beide Richtungen? Nein. Wir müssen da jetzt Einbahnstraßen ausmachen. So, wir brauchen die Einbahnstraßen. Und zwar einspurige haben wir die auch. Ne, nur doppelte, ne? Nur doppelte. Warum haben wir nur doppelte Einbahnstraßen? So. Aber das klappt dann nicht, ne? Warte mal. Ihn so. Ihn so. Ihn so. Doch, das könnte klappen. Einbahnstraße, aber andersrum. So rum. So rum. So rum. So rum. Und hier halt so rum und so rum. Man kann sie auch also ein bisschen kleiner machen. Jetzt müssen wir natürlich nur hier hingehen, weil hier dürfen sie ja nur in beide Richtungen. Ne? Das wollen wir nicht. Wir wollen nicht, dass sie sich kreuzen. Dafür kann man direkt das hier nehmen. Und hier nach da. Oh, das ist ja schön gemacht. Sehr viel schöner als vorher. So, fertig. Guck, und jetzt haben wir hier nämlich, er darf nur dahin. Er darf nur dahin. Sehr gut. Hier müssen wir hin. Oh, das gefällt mir sehr gut. Also hat sich gelohnt, von Version 10 auf Version 11 abzudaten. Und die ganzen Kollegen hier hin. Und hier hin. Dass hier drin auch überhaupt kein Krawall ist. Und überall kommt man dran. Das ist schon mal sehr schön. Jetzt müssen wir natürlich wieder Wasser drunter legen. Und uns jetzt gleich direkt mal das Altersheim angucken. Das könnten wir eigentlich hier reinbauen, weil hier ist schön verkehrsberuhigt dann. So, gucken wir uns mal das Altersheim an. Wo ist es? Das war, glaube ich, hierbei, ne? Genau, das Altersheim. Das könnten wir jetzt wunderbar so hier in die Mitte setzen. Am besten hier, wo es ganz gerade ist. So, setzen wir das mal hier hin für die alten Leute. Sieht das nicht schön aus? Das sieht toll aus. Komm, wir machen mal direkt ein Thumbnail. So. Wobei, sehen wir das von hinten? Ah. Das sieht besser aus, so oder so. Wir machen mal so. Kann ja später noch mehrere machen. Haben wir das schicke Altersheim hier drin? Das gefällt mir. Jetzt können wir noch ein bisschen Gewerbe können wir hier hin machen, so. Und vielleicht außen. Können das Ganze mal schnell machen. Und hier rein jetzt Häuser bauen. Bauen wir hier hohe oder flache Häuser rein? Wir gucken mal hier drumrum, wie flache aussehen. So, und nehmen hier nebenan mal hohe. Mal gucken, was das gibt. Ich bin gespannt, da sollte eh schon reichen. So, schauen wir mal. Hohe Häuser, flache Häuser. Jetzt haben wir natürlich hier in der Mitte immer sehr viel Platz. Das ist ja relative Verschwendung, aber da könnte man natürlich immer wunderbar Fußgängerwege reinmachen. Wenn wir jetzt einfach noch so Kieswege nehmen, die wir hier so reinmachen. Ah, sagen wir mal so. Null. Jetzt will das abreißen. Okay, und so. Hätten wir hier so ein kleines Quadrat, wo man rumlaufen kann. Haben wir noch irgendwas, was wir da hinpacken können? Was ist das hier? Nee.
Wir haben leider kein. Ach doch, hier, guck mal, hier können wir so Sachen hinsetzen, ne? Ja, jetzt könnte man hier so hingehen und Bänke hinsetzen. Das muss man natürlich wieder alles von Hand machen, weil wir haben kein Propline-Tool, wir haben nichts. Wir haben echt nichts. Das ist schon gewöhnungsbedürftig, aber man könnte es so machen. So. So, aber ich will außer den Mods will ich keine Gebäude hier installieren. Sondern wir nehmen nur die Gebäude, die wir hier haben. Weil ich mal mit etwas rumprobieren möchte. So, überall Bänke hier. Das sieht scheiße aus, wenn die so ein bisschen schräg sind, ne? Das sieht scheiße aus, aber was willst du machen? So. Hier noch überall ein bisschen viele Bänke, oder? Was sagt ihr? Machen wir mal so. Jetzt müssen wir den Weg noch einmal irgendwo verbinden. Mit Kloakenweg. Aber nur Kies. Ich weiß nicht. So, und so kann man den verbinden. Der ist verbunden. Den anderen kann man rüberziehen. So. Sehr schön. Kann man das so lassen. Guck mal, wie das hier schon aussieht. Da können wir Bäume reintun, wie gesagt. Also ich persönlich finde, die Hohen sehen besser aus. Und jetzt können wir mal gucken, wie der Verkehr hier so ist. Wie der so sein wird. Wir brauchen immer noch Häuser. Dann macht das hier auch mal voll. So, warte. Da müssen wir jetzt kleine wegmachen, dass die hier durchkommen. Haben wir denn noch hier irgendwo Bäume? Garantiert. Aber nur die hässlichen, ne? Das ist aber nicht so schlimm. Was viel schlimmer ist, ist, dass wir die jetzt einzeln setzen müssen, ne? Mach mal hier. Oh, einfach ein bisschen. Das ist, was grüner ist und schicker aussieht. So kann man das machen. Schon mal bei einem. Wir müssen uns jetzt hinten um die Industrie kümmern, glaube ich, ne? So, wir haben die Steuern erhöht. Wir haben das Altersheim gebaut. Was fehlt noch? Genau, die Mautstation. Aber da kommen wir noch nicht dran. Es ist sinnlos, hier Mautstationen zu bauen. Wirklich, man könnte rein theoretisch hier auf der Autobahn eine bauen, aber ich glaube, das lassen wir mal. Was wir machen könnten, wäre folgendes. Und zwar könnten wir jetzt hier hingehen und die Brücke und so weiter erhöhen, dass die ordentlich gerade sind und nicht so furchtbar aussehen. So, jetzt hätte ich gerne mal den hier. Das war doch hier Align Heights, ne? So. Align Object and Terrain Height. Nein, den hier auf den, ne? Yep. Guck mal, wie das aussieht. Oh Gott. Oh, das wäre zu... Nee, das wäre zu hoch. Das wäre zu hoch. Raus. Die Brücke. Was ist das bitte für eine Brücke? Aber man kann es angenehmer machen. Sagen wir mal so. So, können wir es so lassen. Das kannst du jetzt auch so lassen. Fertig. Haben wir hier oben irgendwo... Was ist das hier eigentlich? Züge, wir haben hier Züge, okay. Das ist natürlich nice. Das heißt, wir könnten hier auf jeden Fall noch einen Bahnhof hinbauen. Es ist ja gar nicht so verkehrt mit der Industrie hier. So, die müssen wir noch ein bisschen weiter bauen. Machen wir die normalen Straßen hier. Grünstreifen. Könnte man rein theoretisch machen. Wir machen einfach nur so mit... Nee, wir lassen sie einfach so. Wir lassen sie einfach so. Fertig. Jetzt da hinten hingehen. 90 Grad. Wir machen 1000 plus. Wir könnten noch hingehen und hier zum Beispiel... machen wir jetzt auch mal. Wir machen jetzt hier eine Forstindustrie hin. So. Dann bitte... Pinselstärke. Bam. Und groß. Können wir alles zumachen hier. Aha. Weil hier ist eh alles kaputt. So. Ups, machen wir das mal voll. Hier auf der Seite können wir das so machen. Die stehen jetzt natürlich im Loch, na toll. Aber die Stinkindustrie.
Panem Public Service Escalon. Ah, wir können ihn jetzt auch Folgendes machen, ja, ne? Wir können jetzt hingehen und sagen, nur Trees. My home country used to have serious restrictions on freedom of speech. When democracy finally came, other forces took control over the broadcasting channels. Und nur die Bäume weg. Aha, sehr schön. Sieht hier überall das kaputte Zeug drin. Das ist aber nicht schlimm. Wie machen wir das jetzt am besten? Am besten hier einfach so eine Straße von ab. So, wo ist hier... Ich suche immer die, was ist das hier? Pedestrian Roads. Gehören die dazu? One-Way Lane? Nee, lass mal. Zweispurige Kiesstraße. So, die wollte ich hier. Es ist ja, Dingensindustrie, ne? Können die mal so machen. Hier runter und dann hier hoch. Dann können wir das hier nämlich alles so anbauen, wie wir das brauchen. So und so. Dann machen wir hier jetzt eine große, große, Forstindustrie hin. Haben wir das hier schon mal gut verarztet. Bit, wo ist jetzt die Industrie hier? Forstindustrie. Bam, bitteschön. Jetzt müssen wir hier nur gerade Hauptgebäude reinsetzen. Das können wir eigentlich direkt am Anfang setzen. So. Fast, als hätten wir es dahin gewollt. Ja? Jetzt hätten wir ja gesagt, das muss so. Erdbeerhöhen, was ist das bitte für... Nee. So, das Fichtendickicht ist das jetzt hier. Ja. Hätte man natürlich nur, ja, schlau. Ja. Warum tust du das nicht annehmen? Das heißt, wir brauchen jetzt noch Arbeiterunterkünfte. Die können wir hier nebensetzen, so. Nicht im Industriegebiet. Warum? Das ist doch Industriegebiet. Ach, das musst du so rummachen, ich Idiot. Einmal, ne? Ich werde es nie hinkriegen. Ich werde es nie hinkriegen, ja? Ich werde es nie hinkriegen. Wirklich, so. Jetzt machen wir was kleiner, den hier drin. Warum geht das jetzt wieder nicht? Hä? So. Madison-Viertel. Und das andere ist Ackelei-Waldgebiet. Ich krieg echt die Krise mit den Dingern, ne? Das ist Parkgebiet, hier, Industriegebiet übermalen. Genau, wir brauchen ein Industriegebiet und kein normales, ich Experte. Ups. Immer verkehrt. Immer. So, aber egal. Jetzt haben wir's, jetzt können wir die hier bauen, die Arbeiterunterkünfte. Kriegen wir die hier dran? Ja, kriegen wir so dran. Wunderbar. Ich glaube, eins reicht erstmal. Dann können wir nämlich jetzt hier hingehen und oben haben wir schon kleine Baumplantagen. Ah, passen nicht leider, aber die passen hier hin. Haha, sehr gut. So, 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 da kannst du nochmal Straße durchmachen, wenn es sein muss. Machen wir das hier hin. Einmal die Straße durch, das soll jetzt wirklich hier super, super, duper eng und geplant sein, ja, sag ich mal. So, und so, da ist noch Platz. Was brauchen wir jetzt? Wir brauchen ein Instandhaltungsgebäude. Das passt hier nirgends hin. Das können wir auf die Ecke setzen. 30.000, gleich haben wir kein Geld mehr, ne? Aber das ist nicht schlimm. Was brauchen wir jetzt noch? Aufbereitungsanlagen. Die Sägemühle innerhalb eines Industriegebiets platziert werden. Können wir vielleicht hier hinten hinsetzen dann später. Dann machen wir hier einfach noch so eine Straße, einen Tunnel, der hier unten wieder rauskommt. Könnte man machen, oder? Wir haben ja nach hinten noch jede Menge Platz. Wir warten jetzt erstmal mit dem Waldgebiet. Und brauchen irgendwo einen Lageplatz. Ein Sägemehllager, ein Holzspänelager. Oh, passt leider nicht hier hin. Schade. Das wäre Bombe gewesen. Und wenn wir das so machen, passt da noch eine Straße zwischen... Wir brauchen ja auch einen Holzplatz. Brauchen wir ja auch noch. So, jetzt brauchen die Kollegen erstmal Wasser hier. Ich glaube, die brauchen sehr viel Wasser. Häuser brauchen wir auch schon wieder. Da können wir gleich unten ein bisschen weitermachen. Wasserverfügbarkeit ist meh.
Da müssen wir dringend was dran tun. Und Strom brauchen die. Strom ist auch sehr kritisch. Können wir am besten direkt noch was Neues bauen. Können wir hier reinbauen, ne? Produziert 8 Megawatt. Nee, danke. Wenn dann hier hinten. So. Können wir später auch noch schöner machen. Bleibt erstmal so. Ach, guck mal, wie schön das aussieht hier. Wie schön das aussieht. Vor allem hier die Seniorenresidenz. Besucher letzte Woche 4. Altersheimnutzer in der Stadt 4. Na, die haben's gut. Die haben's echt gut. Kann man nicht anders sagen. So, was haben die jetzt hier? Nicht genügend Naturrohstoffe. Ach, die brauchen ja die Bäume daneben, ne? Die brauchen ja Bäume daneben. Hab ich voll vergessen. Habe ich alle abgerissen. Jetzt brauchst du sie wieder. Die brauchen ja alle hier so am Rand. Sonst meckern die. Sie haben keine Naturrohstoffe. So, jetzt kommen die natürlich hier nicht hin, ne? Doch, so. Gucken, ob das reicht. Das reicht. Das reicht. Müssen wir so ein bisschen tricksen hier. Ja. So, wunderbar. Wunderbar. Sehr schön. Können ja auch noch aus Buche, können wir andere machen. Aber wir lassen jetzt einfach mal die Buchen. Da kommen sie alle. Miau. Das wäre vielleicht sinnvoll, den LKWs dann später hier noch eine Ausfahrt zu geben, dass sie nicht einmal durch die ganze Stadt müssen, sondern hier direkt wieder auf die Autobahn können. Aber da warten wir erstmal ein bisschen, ob das so geht. So, jetzt müsste ja hier das Holz hinkommen, ne? Da haben wir das Instandhaltungslager, das ist das Holzspänelager. Jetzt bräuchte man auch eine Fabrik. Was für eine Fabrik haben wir? Eine Sägemühle, eine Biopelletfabrik, Holzwerkstofffabrik und eine Papiermühle. Nehmen wir erstmal die Sägemühle, die ist relativ klein. Die kriegen wir sogar hier auf die Ecke, das ist super. Ah, eine reicht erstmal. Gucken, wir brauchen jetzt Holzprodukte, Schnittholz, das ist super. Der müsste jetzt eigentlich anfangen zu arbeiten. So, dann können wir gucken, Madisonviertel, ach das ist wieder das Verkehrte, ne? Ja, wir brauchen die hier. Geleiwaldgebiet. Papier haben wir noch keins. Schnittholz. Mal ein Fett Minus. Aber das kriegen wir schon hin. Wir brauchen jetzt erstmal wieder Häuser. Lass die jetzt ein bisschen wuseln da. So, wir wollten hier alles voll machen. So, und dann können wir uns jetzt langsam mal um die anderen Sachen kümmern. Wir haben jetzt 1100 plus. Lass mal gucken. Haben wir einen Arzt? Arzt haben wir. Wir hatten das Altersheim, was eigentlich total übertrieben ist. Krematorium ist mir noch zu teuer. Wir haben ja hier oben den, oh, wir haben keine Feuerwehr. Dann brauchen wir aber ganz dringend eine Feuerwehr, du. Ist denn hier irgendwo drin so, wo viele sind? Wumm, das ist gut. Polizei haben wir eine. Wie sieht's mit Schulen aus? Grundschule? Nö, alle strunzen dumm. Na toll, hier am Strand kriegst du direkt eine Schule hin. Bitteschön. So, ich würde sagen, das reicht erstmal. Wir haben gerade mal 2600 Einwohner. Das wird noch. Das wird noch. Schon mal die schwebende Schaukel gesehen? Geil. Ach, geil. Es ist immer so schön. Den hier anpassen an den. So. Den anpassen an den. Boop. Sehr schön. Jetzt kann man das hier anpassen an den. So. Sieht das ordentlich aus. Hinten fällt es halt immer ein bisschen runter. Ne? Da ist das halt so. Aber was soll's. Oh, sehr schön, sehr schön. So. Ist das auch so ein bisschen... Ist das schief hier? Ne, der hier ist ein bisschen niedriger als die anderen, ne? Ja, ist er. Ohohoho. Okay. Nein, lass mal. Da geht eh keiner. Hat keiner gesehen, da geht sowieso keiner irgendwie, ne? Drehen. Wenn doch, hat er Pech gehabt, dann ist er selber schuld. So, machen wir hier einfach wieder ein bisschen Grün rein. Das ist dann wieder der nächste Mod, den ich hole. Einen vernünftigen Baum und
an die Mod, dass wir das alles so setzen können und nicht immer hier klicken müssen. Wie ein Wahnsinniger. So, hier auch. Das ist mir zu leer. Sehr schön, sehr schön. Könnte man bald mal über eine erste Buslinie nachdenken, ne? So. Oder vielleicht mal so ein U-Bahn-Bus-Hub. Schon mal. Vorzugsweise dann in einem Gewerbegebiet. Das sieht doch viel, viel schöner aus als alles aneinander geklatscht, ne? Ist zwar viel Platzverschwendung durch die ganzen grünen Sachen in der Mitte, aber rein theoretisch könnte man das auch noch mehr zusammenquetschen und weiter so machen mit den Einbahnstraßen. Das ist echt gut, muss ich sagen. Hui. Gefällt mir. Gefällt mir. Sieht gut aus. Sitzpass wackeln hat Luft. Diese Blocks hier. Und was sagt unser Forstgebiet? Denen geht's auch gut, ne? Jo. 160, 150 Arbeiter. Passt wunderbar. Müssen noch ein bisschen machen hier. Schnittholz, Verkauf. Ja, wir müssen mehr herstellen, denke ich mal, ne? Das wird lustig werden, aber das kriegen wir schon hin. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Alter, was da LKWs rumfahren. Was da LKWs rumfahren. Wunderbar. Dann würde ich sagen, wenn es dir gefallen hat, lässt einen Daumen hoch da. Falls noch nicht geschehen, darfst du abonnieren, Glocke aktivieren, so dass du nichts mehr verpasst. Und ich sag wie immer, ciao mit V. Bis zur nächsten Folge. Euer Ede.